Guten Morgen, liebe Leute! Scheiße, da muss ich noch mal warten, bis die ganz nackt ist. Halb nackt nützt nur halbe Einschaltquote. Also nochmal in die andere Richtung. Guten Morgen, liebe Leute. Um Gottes Willen. Zieht euch an, macht euch fertig. Drei nach neun. Aber liegt es schon an, immerhin. Jo, der gestrige Tag ist rum. Ich habe es tatsächlich nur geschafft zu schneiden. Aber auch so dreimal eingeschlafen dabei. So. Ey, so geil, wie man so wegnickt. Einfach so. Klatscht und weg. Was liegt für heute an? Felix wollte vorbeikommen. Das liegt an. Zum Beispiel. Kann man ja mal so sagen. Ja, und von allem anderen lassen wir uns überraschen. Ich hätte gestern beinahe meinen Dings hier, Bums hier, geschrottet. Mein, wie heißt das? Meinen Akku. Meinen Akkumulator. Er stand nicht mehr auf dem Deckenfluter oben drauf und irgendjemand hat den Deckenfluter angemacht. Vielleicht war ich sogar selber, weil der bei uns vielleicht auch manchmal automatisch über Knöpfe funktioniert. Vermutlich halt ein selber angemacht. Aber eben mit der Fernbedienung aus der Ferne, unbewusst. Das habe ich nämlich einmal gedrückt und es kann sein, dass ich da an den Knopf gekommen bin. Nun sieht der Akku nicht mehr so schön aus. Fing auf einmal an zu riechen. Eieieiei. Furchtbar. Gut, so viel dazu. Ich hoffe, der funktioniert jetzt noch. Weiterhin, so ein bisschen zumindest. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Alles klar. Danke. Jetzt lade ich ihn erstmal. Da habe ich mir auch vergessen. Ganz kurz, wie soll der? Das Licht wackelt rum, da muss einmal ein Stück Kabel hochgebunden werden. Recht dicke. Was hier? Ne, reicht völlig. Ja, was soll ich haben? Kasse oder das hat eine Kasse schnell rein. Ach, ist doch noch. Nächstes Mal dann. Ja, ja. Ich danke dir, schönen Tag, ja? Gleichfalls. Dann kann man das anmachen. Nur auf die Finger aufpassen. So, der Felix ist immer noch da und immer noch irgendwie am Arbeiten. Felix, was hältst du denn von der Arbeit hier überhaupt? Ein kleines Interview mit Felix. Ach doch, so viel. Sehr interessant. Gesprächig sind wir ja heute. Das ist ja unglaublich. Nee. Felix, für deine ganzen weiblichen Fans, für deine weiblichen Zuschauer, wo darf denn die Fanpost hingehen? Da. Ja, nicht ganz schlecht. Hier. Mann, für mein Waschbrettbauch ist ja hier gerade. Da muss ich erstmal noch eine Probefahrt machen. Ich stehe ja zu meinem Waschbärbauch. Waschbär. Nö, das wäre mir in der Sensationslust auch nicht peinlich und so. Immerhin kannst du Bremszüge durchknipsen mit nur einer Hand. Das schafft er. Wer kann denn das nicht? Also frage ich jetzt mal. Ja, wer wohl nicht? Also ich sag jetzt gar nicht. Den Selbststeller. Ja genau, was so die Arbeit betrifft. Ey, ich hab's geschafft. Bist du denn gerne hier? Oder du musst den Leuten jetzt bestätigen, dass du nicht gegen deinen Willen hier festgehalten wirst. Ja, tot gerne, Mann. Aber nicht so denken, wie es sein bitte. Brauchst du noch zwei Hände zum Arbeiten. Knebeln. Ja. Nur Fußfesseln bitte lockern. Ja, die sieht man nicht, ne?
Nee, die ist nicht wieder, so. Ach Mist, jetzt hat sie geklappert da unten. Ich muss eine ehrliche Antwort geben. Ne? Genau, das war, ich wollte gerade schon. Ich darf auch nie mit Schraubenschlüsseln mehr in diese Richtung kommen. Ja. Das ist die Amistad hier. Du bist hier einfach Teil des Schiffs. So. So, ne, das passt doch. Miet wackelt und hat. So. Na, irgendwas funktioniert dann noch nicht mehr, aber hier, Werkzeug ist da. Ich muss mal kurz weg, ja. God, please don't, this is the worst thing ever. Das ist sehr gut, das kommt direkt. They make you pay for it, you see, you pay with money. Yeah, that's true, that's true. Zieh mal raus. Oh, wow, this is really damn short. Okay, that's an issue. That's maybe this one. Verkaufst du Sättel? Na, längere Stützen in dem Maß habe ich nicht mehr da, nein. Hast du nicht da? Weil der Sattel ist auch super unbequem. Ja, das ist ein 24er... Ah, nee. Das, bitte. So, Minimum, okay. Weil ich meine, er hat so lange Beine, er braucht andere Richtung, genau. Mir geht es einfach darum, dass so wie man in den Motorraum reinguckt, die Lichtmaschine ja nicht so hoch sitzen kann. Mhm. Tut sie aber. Okay. Das ist tatsächlich so. Das hängt alles nur unten dran. So ein Kladderadatsch. Okay. Das ist die ganze Lumpe da unten. Also sollte man eher von unten rangehen. Oder die Frontstütze entfernen. Ei. Moin Wolfgang. Punkt 1, Motordämpfungspanne abbauen. Jawohl. Laufrichtung vor dem Ausbau kennzeichnen, wenn der Riemen nicht ersetzt werden soll. Keine Schaftkantchen, Werkzeuge beim Wiedereinbau, Laufrichtung 8, Werkzeug. Hebel VW 3299 zum Entspannen des Riemens. Und gegebenenfalls eine zweite Person oder lange verstellbare Rollgabelschlüssel für Spannhebel an Hebeln oder kräftige Hände. Habe ich. Okay. Kräftige Hände habe ich. Ja, was denn jetzt? Jetzt geht er hier doch auch senkrecht runter. Na, er ist ja falsch montiert, deswegen. Das wäre jetzt aber frech. Ich dachte schon, du musst dann auch um. Nee. Siehst du? Das ist jetzt jemand aneinander, das ist schwierig. Ach, hat er gedacht, dass jemand an seinem Auto an oder? Dem. Weil er stand da vorne allein hier. Ja, eben. Ja. Stehen sie aber zweimal hintereinander. In einem Fall. ACV-Automatik mit Klimatronik führte die falsche Montage zum Durchrutschen des Riemens. Sobald die Lichtmaschine etwas stärker belastet wurde oder der Klimakompressor eingeschaltet wurde, die Folge war lautes Quietschen, verminderte Leistung der Lichtmaschine währenddessen. Sehr schön. Von unten. Das scrollen wir weiter. Das muss ich nochmal gegenchecken. Richtige Montage, das nicht, dass wir denn jetzt hier eine richtige Montage gegen eine falsche ersetzen. So ein Langschnauzer, so ein Langhauber, weißt du? Wo man reinsteigen kann links vorne. Und rechts an die ja. Oh Gott. Aber das zumindest steht hier auch drin. Also ja, ich erst versucht. So groß. Landstraßen, Seitenstreifen, Reparatur. Ja, eben, das geht nicht mit kalt verformen, kannst du vergessen. Naja, nur in der Sache, dass es nicht sofort bricht, denn. Okay. Hans kommt zum Duschen. Hans kommt zum was? Was? Wo duscht er denn? Hier. Bei uns. Ja. Alles gut. Ich will kein Wasser haben. Ist alles gut, ist ja nichts passiert. Ist ja nicht schlimm. Komm, alles gut, ist nichts passiert, ja? Ist okay. Lass mal. Danke schön. Ja, Bobby. Ja,
Ich verstehe auch nicht, warum die Schraube da noch nicht drin ist mit dem Schutzblech. Ja, schwer zu verstehen. Was machst du? Ich würde gerne deine Arbeitsweise mal... Na, lieber nicht. Irgendwie... Ich will nicht auf den Loch. Also mit den Schutzblechen bist du jetzt fertig, ja? Das ist jetzt Shimano, das ist nicht Promax. Das ist schon mal besser. Achso, na wenigstens. Dann kriege ich nur eine halbe Krise, glaube ich. Das ist LX-Qualität. Ach, was wirklich? Ja, das sind die Sima-Serie. Sima-Serie ist LX. 5er ist die Rohr. Ne, die sind ja schon abgeschraubt. Ah, beidseitig, ja. Felix, gleich kriegst du. Peitschenhiebe. Ja, wieso? Kann man doch den anderen noch hier... Ich falle den ein bisschen an, sieht er aus wie neu oder was? Überleg mal, manche Läden machen das. Die fallen dann da so die, diese Dings nach, putzen die Dinger und sagen, das sind neue oder so. Das ist doch der Aufwand nicht mehr. Nee. Wer macht denn sowas? Das erzählst mir irgendwelche Kamellen hier. Ach, natürlich mach ich das. Die fahren Scheiße. Die arbeiten seit 2 Jahren ohne Montageständer. Die stellen die Fahrräder auf den Lenker und auf den Sattel. Und arbeiten so, seit mehr als 2. Welcher Laden? Ja, in der Biefstraße piept und piept sich. Welcher Laden? Nein, darf ich nicht. Nein, das ist jetzt sonst hier. Die sind sowieso polizeibekannt, also von daher. Ne, ich wegen die Montageständer, weil sie draufstellen. Ja, überleg doch mal, wenn die eine Schaltung einstellen oder sowas. Wie geht denn das? Mit dem Fahrrad auf den Kopf. So. Ja, so eben. Wenn die zwar keine Montageständer haben, die reparieren wirklich, glaub mir. In der Oster, in Kreuzberg, das ist üblich. Die machen neu auf. Die haben irgendwo vom Lastwagen eine ganze Lastwagenlieferung und sagen, na gut, dann mache ich halt einen Fahrradladen auf. Haben hier haufenweise Fahrradteile, wirklich. Ein ganzes Lager voll. Und sagen dann, die machen einen Fahrradladen auf, weißt du? Weil sie mal selber irgendwo in Buxtehudistan irgendwie halt an ihrem Buxtehudistan? Ja, wie soll ich denn das sonst nennen? Kasachstan. An ihrem Auto geschraubt haben, weißt du? Und aber auf den Kopf gestellte Fahrräder und vom Auto zu fahren. Willst du so eine Schaltung einstellen, bitte? Und ein Jahr später kommst du vorbei, immer noch so. Ja, obwohl sie dauernd Neuteile und alles verkaufen und Sachen reparieren und also an Kunden mangelt es denen da auch nicht. Also, ich sag mal, guten Nacht! Was, jetzt schon? Ja, jetzt schon. Jetzt, ich muss den Felix, der Felix schon wieder. Hier, der hat leider. Ach, jetzt so, oh, ja. Der hat leider das Ding vergessen, der hat die Brille vergessen. Mir nie wieder, weil er die Brille wieder nicht auf hatte, hat er vergessen, die Brille aufzumachen. Und das ist mega ärgerlich, wie man merkt, der regt sich total oft darüber. Und das ist natürlich auch scheiße, du hast alles fertig und dann guckst du und willst das Plastikteil so ranhalten, denkst du, oh. Mann, ey. So ein Dreck. Das Ding muss hinter das Tretlager. Ist der größte Rotz, den sie jemals erfunden haben. Dass man das ganze Tretlager wieder ausbauen muss. Ja, vor allem wenn das Ding eine Macke von außen kriegt, dann kriegt schön das Tretlager das Herzstück des Drecks. Auch einen Schlag weg ab, ne? Wenn du das mal bedenkst. Dass du dabei, wenn du du das nicht richtig festschraubst, sagen wir mal so, ja, dann ist das nämlich auch ganz schnell, wenn das abbricht und so, zack, auf einmal ist die Tretlagerschale lose. Einmal mit der Hose drin hängen bleiben, können sie den ganzen Raum wegschmeißen, meine ich damit. So, Quatsch. Ja, jetzt tut doch wirklich, wenn man das mal multipolar und naja, okay, ein bisschen Spinnerei ist natürlich schon mit bei. Nein. Bei Felix ist molekularbiologisch und ein bisschen Spinnerei mit dabei. Ich hab das Ding echt da ausgelassen. Ja, ich hab hier. Und. So. Ja. Erstmal so einen neuen Spezialschlüssel. Ich glaube, den anderen habe ich kaputt gemacht. Deswegen baut er das jetzt an. Aber das Schöne daran ist, dass und nachher, wenn er es wieder anbauen will, vergisst er es wieder und schraubt es wieder rein und denkt sich wieder, oh, es ist schön fest, alles schön toll. Boom. Ja, und das war nur wegen der Kamera und deiner Story und dann, wenn ich immer so abgelenkt bin. So, jetzt sag mal tschüss, Felix. Ich will einen Schallschutzbunker irgendwie einbauen, damit ich. Genau, einfach mal ganz meine Ruhe. Tschüss. Ich bin beschäftigt, dass ich. Mann, ey, guck mal. Also, wie teuer ist eigentlich so ein Spezialschlüssel? Soll ich mal?
Und wir können es ja, sind ja nur 60 Bar. Newtonmeter. So tief? Wie machst du mit 60 Newtonmeter? 60 Newtonmeter. Du musst sie noch, aber. Kontertal, danke. Jetzt kommt er. Ich meine, was soll denn das? Das muss doch ab hier. Aber kommt doch jetzt, wenn das zwischenkommt, dann hat er doch genug Spiel. Raum. Willst du mich verarschen jetzt? Felix, du kriegst doch das nicht ab und das drüber. Ja. Du musst doch die Seite ab, das muss doch hier raus. Ja, ich dachte, man könnte das so irgendwie so. Nee, man kriegt es doch nicht drüber. Ja, Felix, ist auch schon spät. Es ist auch schon spät. Mein Lieber, ich dachte so. Nee, leider geht das nicht. Oder? Das ist nicht so, dass man das jetzt drüber pellen kann, das ist ja kein Gummi oder so. Ich hab doch schon von Kabelbinder gesprochen, ne? Den man drüber zieht. Ach, gibt's nicht so Schlüssel, die man hier so zack und ohne die Brille. Hast du die Brille auf? Ja, sinnvoll wäre es ja auch gewesen, einfach eine Idee, das von außen zum Beispiel. Zack drin. Oder mit so einem Klemmbringen. Ja, zack drin, fertig, wie auch immer. Nein. Lass uns das mal erfinden. Ja, erfunden! Erfindung fertig. Genau. So, fertig. Das war es, Alter. Einfach nur so ein Schnellverschluss. So. Ja, du nimmst es so, einmal so zack macht. Und dann drin. Bajonetttechnisch. Ja. Bajonettverschluss. Oder Planetengetriebe. Das ist auch ein geiler Name. Ein Planetengetriebe. Ist aber nicht von uns. Also von ist Copyright drauf. So, alles klar. Also ich mach. Feierabend, wie das duftet. Kräftig, deftig. Ihr wisst Bescheid. Sag mal, morgen gibt's bei Amazon, ey. Wollen wir mal aussprechen? Gummibärchen. Alter, es ist 10:15, ich komm ab. Drinnehauen. Hans ist auch gerade weg. Wir haben erfolgreich. Ne, ich muss hochschneiden. Wir haben erfolgreich das Auto repariert. Das Quietschen ist weg. Weil der Flachriemen falsch aufgelegt war. Hans hat gesagt, komm, lass uns kurz jetzt hier Bub Rampe bauen. Ja, Hans im Glück halt. Hans im Glück. Er ist halt ein dufter Typ, was soll man sagen, ey. Das ist dann nicht der Hausbesitzer, sag mal. Glaubst du, der Hausbesitzer sitzt hier den ganzen Tag mit mir rum und trinkt Kaffee und isst Kuchen und isst Chili con Carne? Was? Ist noch Chili da? Will ich nicht. Hab ich Bock zu kicken? Ich muss das erstmal hochheben. Ja, erstmal ja. Also, bis dann, macht es gut. Ciao, wir sehen uns morgen wieder vielleicht. Ciao, ciao. So, also der Rest von dem Chili con Carne, der Dennis seine Freundin gemacht hat. Ich werde jetzt ein bisschen Chili essen mit Felix. Und das Stück Kuchen werden wir dann uns doch reindrücken, was für dich jetzt war. Schade. Also wir sehen uns dann morgen wieder, liebe Leute. Bis dann, ciao, sagt Tommy.